Wir kommen auf die deutsche Innenpolitik zu sprechen. Die Grünen, sie hadern weiter mit dem Gesetzentwurf von Innenministerin Faeser zur schnelleren und effektiveren Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern. Die Ampel hatte die Pläne zuvor einstimmig beschlossen, so auch die grüne Außenministerin Baerbock und ihr Parteifreund Wirtschaftsminister Robert Habeck. Der Vizekanzler verteidigte daher auch die konsequenten Abschiebepläne und sieht keine verfassungsrechtlichen Bedenken. Doch die Kritik, sie reißt nicht ab. Flüchtlingsverbände und Teile der Opposition sprechen von einer Symbolpolitik und sogar von einer Mogelpackung der Bundesregierung. Die verschärften Maßnahmen würden nur geringfügig zu mehr Abschiebungen führen. Mehr von Matthias Heinrich. Ist es der große Bluff der Nancy Faeser? Ihr eigenes Ministerium schätzt, dass die bisher 12.000 Abschiebungen durch ihr Gesetz auf maximal 12.600 steigen, ein Plus von gerade mal 5%. Und Vertreter der Bundespolizei sagen, im Gesetz sei viel heiße Luft und vieles, was eigentlich selbstverständlich sei. Zunächst einmal die Erweiterung der 28 Tage ist nichts anderes als Symbolpolitik. Wir hatten das schon mal im ähnlichen Gesetzesentwurf. Wir bräuchten 6 Monate, natürlich unter Richtervorbehalt. Und natürlich ist es auch so, dass es eine Selbstverständlichkeit sein sollte, dass die Person, die sich der Ausreise entzieht durch Untertauchen und gar kein Recht nach rechtsstaatlichem Verfahren hat, in Deutschland leben zu dürfen, dass die Sicherheitsbehörden natürlich auch Zugriff in den Räumlichkeiten bekommen, um diese Person überhaupt habhaft zu werden. Faesers Gesetz, schnellerer Zugriff auf Abzuschiebende, längerer Ausreisegewahrsam, Abzuschiebende werden nicht mehr vorher über ihre Abschiebung informiert, organisierte Kriminelle können leichter abgeschoben werden. Rund 50.000 Menschen müssen sofort ausreisen, täglich kommen neue Menschen über die Grenzen, die nicht asylberechtigt sind. Auch überlastete Gemeinden wie die Stadt Brandenburg meinen, Faesers Gesetz sei keine Hilfe. Der große Wurf ist es nicht im Ansatz. Wenn man sich das vor Augen führt, was aktuell ist, auch der Druck auf die Kommunen wird deswegen überhaupt nicht genommen. Statt den Länderpolizeien die Abschiebungen zu überlassen, hätte Faeser gut daran getan, die Kompetenzen für Abschiebungen bei der Bundespolizei zu bündeln, meinen Kritiker. Auf der anderen Seite bräuchten wir auch an den deutschen Grenzen klare Maßnahmen wie beispielsweise entsprechende Transitzonen mit Rückkehrzentren, so ähnlich wie das die Dänen seit Jahren betreiben. Die Bundesinnenministerin versucht jetzt die Offensive. Dabei ist es mir besonders wichtig, Straftäter und Gefährder konsequenter und schneller abzuschieben. Wir werden künftig Schleuser leichter ausweisen können. Zudem sorgen wir dafür, dass künftig auch die Schleusung von Kindern strafbar ist. Da fragt man sich wirklich, warum das so lange gedauert hat. Das Thema steht heute auch wieder in Brüssel bei den Staatschefs auf der Tagesordnung. Polen und Ungarn stehen auf der Bremse und auch mit dem Europaparlament gibt es noch keine Einigung.